Gerardo Seoane wird herzlich in Luzern empfangen. Zumindest von seinem ehemaligen Staff und auch von seinem Nachfolger René Weiler. Die Young Boys sind von Beginn an hellwach. Die Luzerner hingegen scheinen noch etwas zu träumen, wie hier Schulz und Schmid. Gamalö kann aber nicht profitieren. Der Kameruner trifft den Ball nicht optimal, zudem stark reagiert von Salvi im Luzerner Tor. Der Meister bleibt überlegen, Eckball Suleimani. Und Guillaume Moirot mit der Führung. Der IBE-Stürmer hat bislang in jedem Saisonspiel getroffen. Moirot steigt eine Etage höher als Gegenspieler Schulz. Der Jubel von Seoane gegen sein Ex-Team verhalten. Von Luzerns Offensive noch nichts zu sehen. Freistoß Ugrinic und Moirot beinahe mit dem Gastgeschenk. Auf ein Eigentor kann er in seiner Statistik bestimmt gut verzichten. Kurz vor der Pause Luzern mit Vargas. Schön in die Tiefe auf Eleke, da muss Torhüter von Balmos viel riskieren. Doch Luzern bleibt aufsässig. Vargas holt sich den Ball zurück und fällt im Strafraum. Kein Elfmeter entscheidet Schiedsrichter Klossner. Babus Einsatz wichtig und schmerzhaft. Seoanes Team auch nach 3,5 Spielen noch ohne Gegentor. Wie einfach die Luzerner Abwehr auszuhebeln ist, zeigt folgende Szene. Wüttrichs Abschlag landet bei Gamalö. Der wird kaum angegriffen, doch er vergibt auch seine zweite Großchance. IBE müsste längst höher führen. Dann dieser Aussetzer von So, der dem Heimteam eine Konterchance eröffnet. Ugrinic und Vargas im Zusammenspiel. Dann Gvilja. Das muss doch der Ausgleich sein. Luzern für einmal geradlinig und leichtfüßig. Der wirbelige Vargas treibt seine Mannschaft nach vorne. Sein Pass auf Eleke. Der Pfiff, das Tor zählt nicht. Hauchdünn die Abseitsentscheidung, aber wohl korrekt. Und gleich die nächste umstrittene Szene. Elekes Flanke. Klossner zeigt sofort auf den Punkt. Doch das ist ein harter Entscheid. Wüttrichs Arm ist angelegt. Pascal Schürp. Und da ist es, das erste Gegentor gegen die Young Boys in der laufenden Meisterschaft nach 337 Minuten. Die Luzerner Leistungssteigerung nach der Pause wird belohnt. Doch die Freude währt nicht lange. Gamalö auf und davon. Er hat alle Zeit der Welt. Und bleibt cool. Seine dritte Chance nutzt der Stürmer. Der Meister führt wieder. Und es kommt noch dicker für Luzern. Wieder ein umstrittener Handelfmeter. Auch Schürpf macht kaum eine Bewegung zum Ball. Moirot mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel. Das ist dann wohl die Entscheidung. Doch kurz vor Schluss nochmals Luzern. Und der Ball ist drin. Gvilja bringt die Hoffnung zurück in die Alment. Die Nachspielzeit ist ein einziger Luzerner Sturmlauf. Ein weiteres Handspiel, diesmal von Babu. Pfeift der Schiedsrichter aber nicht. Obwohl es diesmal am ehesten Elfmeter würdig war. So nimmt Gerardo Seoanes Team mit etwas Glück alle 3 Punkte aus Luzern zurück in die Hauptstadt. Wir haben den Match völlig in den Griff am Anfang und plötzlich ist es ein Bruch gegeben, Anfang zweite Halbzeit. Haben wir noch leiden für den Sieg? Gut, in der Schweizer Meisterschaft gibt es keinen Gratis-Sieg, auswärts sowieso nicht. Ich finde, die Mannschaft ist sehr gut ins Spiel gekommen, hat sich in der ersten Halbzeit gut im Terrain angepasst. Es war schwierig, heute Kombinationsspiel zu zelebrieren. Der Platz ist in einem
ja, schwieriger Zustand gewesen. Ich muss sagen, grosses Kompliment der Mannschaft. Zu wenig konsequent im Abschluss. Man hätte zur Halbzeit sicher können, das eine Goal mehr machen. Aber nachher ist klar, Luzern spielt daheim, rührt alles nach vorne mit der langen Bälle, mit dem starken Stürmer, haben sie nachher uns unter Bedrängnis gebracht, sind auch dann wissen, wie verdient zum Unentschieden kommen. Aber die Mannschaft ist ruhig geblieben, gewisse Souveränität ausgestellt und nachher konsequent weiter nach vorne gespielt. Nach 4 Siegen kann man nicht meckern, oder? Nein, es geht nicht um meckern. Es geht darum, dass man immer sich versucht zu verbessern. Das ist so im Fußball. Man muss sich versuchen zu entwickeln. Man versucht Sachen auszusuchen, die man besser machen kann. Wie viele Chancen haben wir zugelassen? Wieso haben wir sie zugelassen? Eine Analyse und wieder nachher hart trainieren, weiterarbeiten. Es ist eigentlich eine ereignislose Rückkehr für Sie, aber Sie sind trotzdem froh, dass Sie es hinter sich haben, oder? Nein, ich bin vor allem froh, dass die Mannschaft dort eine Reaktion zeigt. Nach dem 1-1 war es nicht einfach, dass die Mannschaft das Resultat heimbringen kann, aber dass sie sehr solidarisch auftreten ist. Und ich glaube, das ist wichtiger, als ob ich zurück auf die Swissport Arena bin oder nicht. Dankeschön.